Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Palworld. Ein neuer Tag bricht an. Wir werden jetzt erstmal unsere Palbox verbessern, damit da wirklich mehr Pals für uns arbeiten. In der Nacht hat mein Deardream hier noch die Beete fertig gebaut. Ich habe gerade keine Ausdauer, deswegen kann ich hier nichts machen. Und normalerweise, ich zeig's euch mal, jetzt muss ich mal eben meine Waffen reparieren gehen. Mal hier reparieren, das reparieren und das mal reparieren. So. So, normalerweise müsste ich jetzt hier mich hinstellen. Müsste jetzt hier anfangen zu sehen und ihr seht, das dauert alles ziemlich lange. Dafür gibt es aber auch garantiert Pals und wir werden uns jetzt mal Pals suchen, die es uns ermöglichen hier, dass gesät wird und das Wasser ja abgegeben wird, sage ich mal, ja. Beziehungsweise, dass die bewässert werden. So, ich pack mal hier was zu essen rein. Und wir sollen ja als erstes unserer Mission die Box erweitern. Dann machen wir das mal. Denn wir haben eine Holztruhe gebaut und setze ein Pal für dein Lager ein. Haben wir gemacht. Und jetzt haben wir es vergrößert und haben sogar zwei Pals, die hier arbeiten können. Dann werden wir uns einen raussuchen, der noch wirklich geschickt ist. Er zum Beispiel, was kann er? Ja, er ist interessant. Er kann zum Beispiel sehen. Passt mal auf. Schaut euch mal an. Jetzt ist der da runtergefallen. Oh, ich muss das ändern. Das ist ja doof, dass die da alle runterfallen. Wie kriege ich das hin? Wartet mal. Lass mich mal überlegen. Kann ich hier eine Leiter bauen, dass die hier hochkommen? Weil ich habe keine Lust, dass die da laufend runterfallen. Wo ist denn die Katze jetzt hin? Die ist da hinten, ne? Die kommen da auch nicht hoch. Deswegen sind die auch im Wasser da. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Das müssen wir baulich ändern. Wie mache ich das am besten? Dann machen wir hier oben eine hin. So. Machen wir hier oben eine hin. Und dann gucken wir mal, dass wir hier eine Leiter runterbauen. Es ist natürlich jetzt nicht schön. Das geht natürlich nicht. Verdammt, ihr seht, die gammeln da unten jetzt im Wasser rum. Das ist nicht das, was ich möchte. Das ist nicht das, was ich möchte. Das ist blöd hier mit dem Abgrund. Wie kriege ich die da jetzt raus? Ja, ich weiß, wie ich die da rausbekomme. Aber wenn die dir jetzt wieder reinfallen, ist natürlich doof, ne? So, gucken wir mal. Ja, er fällt wieder da rein, ne? Und er auch. Okay, ich verstehe das Problem. Dann müssen wir die Box nochmal versetzen. Ja, man lernt ja dazu. Zack. So. Dann Palbox setzen. So. Jetzt setzen wir die aber in diese Richtung hier. So. So, ich hoffe, dass das reicht jetzt. Er baut das mal. Jetzt sollten die nämlich nicht mehr runterfallen. Das ist sozusagen die Spawn-Area. Zack. So, und dann gucken wir nämlich nochmal jetzt. Und dann sollte das jetzt auch funzen. Seht ihr das? Da sind die beiden. Die suchen sich jetzt Arbeit. Er läuft wohin? Und die haben Probleme mit der Wegfindung. Warum? Warum haben die Probleme mit der Wegfindung?
Weil hier ein Baum ist. Machen wir den mal weg. Okay. Bist du vielleicht das Problem? Bist du das Problem? Dass er hier nicht hochkommt? Also das Problem mit der Wegfindung hatte ich bisher so noch nicht. Und eigentlich sollte das funktionieren. Komm du mal in meine Tasche. So, und du kommst mal. Nee. Warte mal. Was ist los, dass du nicht vorwärts kommst? Komm mal raus. Zurück. Und du komm mal zurück. So. So, dich würde ich gerne mal aufheben. Und du gehst jetzt mal da hinten arbeiten. Zack. Findest du den... Nee, wo läufst du jetzt wieder hin? Oder was willst du machen? Sammelt. Aber was sammelt der jetzt? Wo geht der hin? Okay, er sammelt jetzt das Zeug, was außen rum liegt hier, oder wie? Jetzt sammelt er Holz ein. Okay. Sehr wirr, was der da macht. Sehr, sehr wirr, aber so ist das natürlich richtig. Die bringen jetzt Zeugs ins Lager selber rein, ne? So, dann holen wir ihn nochmal raus. Er ist ja ein cooler Typ. Was hast du für ein Problem? Wo läufst du jetzt hin? Er holt irgendwas. Aber was holt er? Ja, die versuchen hier die Steine zu sammeln. Okay, ich verstehe. Ja, den kannst du auch abbauen. Ich kann den mal auch abbauen. Geht schneller. Lass mal, mein lieber kleiner Freund. Du solltest eigentlich eher die Pflanzen machen. Also hier an dem Platz stimmt irgendwas nicht mit der Wegfindung. Ich weiß nicht warum oder wieso. Kann ich hier das Holzding abbauen? Nein, kann ich nicht. Okay, dann sind die vielleicht ein bisschen zu dumm, die beiden. Aber ist auch kein Problem. Ich packe mal hier das Holz rein. Und die Steine auch. Die brauchen wir später vielleicht sicher nochmal. Und dann können wir jetzt ein paar Aufträge verteilen. Und zwar würde ich gerne wieder ein paar Pfeile gebrauchen. Zack, Pfeile. Mach mal. Da kommt er schon. So, er ist hinten Stein am Farm. Was macht er da wieder? Den hole ich zurück und schmeiße mal dahin. Mal gucken, ob der jetzt Steine sammeln geht. Normalerweise sollte der das tun. So macht er auch. Also das funktioniert zumindest. Er sammelt auch. Okay, was sollen wir weitermachen? Ich soll hier ein paar Schafe noch fangen. So, habe ich noch Bälle? Ne, ich habe keine Bälle mehr, glaube ich, ne? Ne. Okay, dann sollten das meine Priorität sein. Nach den Fallen. Dass die Bälle gebaut werden. Dann gucke ich mal, da hinten ist noch was Blaues. Ich helfe denen mal eben mit, sonst sind sie bis morgen noch hier. Die Steine zu schleppen.
Sehr gut, der produziert auch. Also das ist hier natürlich jetzt nicht ein idealer Platz oder so, ne? Das sollte uns bewusst sein und wir wissen auch, dass wir hier früher oder später umsiedeln werden wieder. Wenn ich jetzt natürlich gehe, dann geht er von der Maschine weg da. Dann würde ich gerne das erledigen, was da wirklich steht. Also wir sollen noch Lambals fangen. Das sind ja diese komischen Schafe da. Dann werden wir da nochmal 5 Stück von fangen. Und dann werden wir gucken, dass wir insgesamt 30 Pals in unsere Kiste bekommen. So, er ist fertig. Sehr gut. So, und dann können wir hier noch ein paar Bälle bauen. Dann baut mal hier 11 Stück. Dann können wir gleich noch hier von den Deerdreams ein paar fangen, ne? Die finde ich eigentlich nicht schlecht vom Damage her. Die passen gut ins Team, zumindest für den Anfang jetzt. Und die haben den Bonus, dass 2 in unserem Team passen, wenn er einen Halsband hat, ne? Keine Ahnung, wo ich das Halsband herbekomme. Schauen wir mal. Kann ich das craften, das Halsband? Oh, hier ist ein Feuerbogen, der wäre auch interessant. Eine Statue, eine Fackel. Möbel. Okay. Aber nicht das, was wir so gebrauchen können, ne? Für den Alltag. Noch nicht. So, dann lass uns mal gucken. Die zwei können hier weiterarbeiten. Ich hoffe mal, dass der Dings, der gestiefelte Kater, sich dann da gleich hier hinsetzt oder legt. Wenn er müde ist. Der müsste jetzt schlafen gehen. So. Dann gehen wir nochmal hier 2 solche Leuchtedinger fangen. Packen wir das auch mal in die Kiste. Das packen wir in die Kiste. Das sind nämlich Giftdrüsen. Packen wir rein, das packen wir rein und die Steine packen wir da rein. Und dann wären wir ready to go, oder? Komm, dann gehen wir mal. Oder das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.